Dieser Song heißt Ich kann, wenn ich will. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, mitsingen. Wenn ich nicht will, dass es so weitergeht, dann muss ich was dagegen tun. Wenn ich meine ganze Kraft zusammennehme, bin ich der Sturm und die Flut. Wenn die im Fernsehen mir die Welt erklären und erzählen wollen, wie es geht, dann wird es Zeit, den Saft abzudrehen und was tun, dass der Wind sich dreht. Das geht! Für mich wichtig ist, darauf falle ich nicht mehr heim. Dann sag mir, was für mich richtig ist, das weiß ich am besten allein. Ich sage immer nur das, was ich denke, und ich denke nur das, was ich fühle. So meine Seele, die verkaufe ich nicht, denn ich glaube an mich und an das, was ich fühle. Das geht! Ich jag die Zweifel jetzt zu Teufel.
Danke, lieber. Hey! Danke. Wir kommen jetzt zu einem Lied, welches eine andere Stimmung vertieft. Es ist ein gewagter Übergang, ich gebe es zu. Ja. Aber ich möchte an dieser Stelle jemanden besonders hervorheben, und das ist mir wirklich eine Freude und ein Bedürfnis. Wir stehen seit vielen Jahren zusammen auf der Bühne. Jean-Jacques Ravetz, hier sitzt er. Von Anfang an dabei, der Papa. Oh. Ein Charmeur. Jaco ist ein großartiger Musiker, das weiß jeder, aber auch das andere weiß jeder. Er besitzt seine Begabung, hör mal ein bisschen weg. Die wenig Leute haben in diesem Maß zumindest nicht. Er schreibt wunderschöne Songs. Das hat er gemacht für Inga Rumpf von Frumpy, für Udo Lindenberg, für viele, viele andere, Eric Burden und so weiter. Und auch wir beide haben es gewagt, das eine oder andere Lied zusammenzuschreiben. Oder eher für uns. Ich will nur zwei Beispiele, wenn ihr erlaubt, nennen. Ein Lied heißt, und das spielen wir sehr, sehr gerne, Eiszeit. Und dann gibt es noch so ein charmantes, sehr romantisches Liedchen, das heißt Tiefer. Beide Songs werden wir heute Abend spielen. Den wir aber jetzt vorhaben zu spielen, der handelt von einem anderen Thema, von einer Beziehung, die für alle von uns hier oben und für viele andere, die diesen Beruf ausüben, eine Leidenschaft bedeutet, die man einfach nicht mehr aufgibt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir damit zu tun haben werden, bis wir irgendwann mal den Löffel abgeben. Das ist einfach so. Das ist heute nach 40 Jahren immer noch so, Leute. Wenn man rausgeht auf eine Bühne, es ist so spannend wie am ersten Tag. Und noch mehr. Hier kommt ein Song, der das ein wenig versucht zum Ausdruck zu bringen. Meine Musik, Jean-Jacques Ravetz.